Herzlich willkommen. In diesem Video gebe ich eine kurze Einführung zum Thema Kugellager. Kugellager sind eine Spezifikation der Wälzlager, bei denen die Kugeln als Wälzkörper fungieren. Die geringe Kontaktfläche der Kugel ermöglicht einen reibungsarmen Lauf und somit hohe Drehzahlen. Sie werden primär nach der radialen und axialen Belastbarkeit unterschieden. Radialkugellager sind für radiale Belastungen ausgelegt, das heißt, dass diese Lager gut die Kräfte senkrecht zur Wellenachse aufnehmen können. Zu den Radialkugellagern gehören das Rillenkugellager, das Spannlager, das Pendelkugellager, das Strehkugellager, das Spindellager, das Vierpunktlager, das Schulterkugellager und das Miniaturkugellager. Axialkugellager werden dort eingesetzt, wo vermehrt axiale Kräfte aufs Lager wirken. Das heißt, dass diese Lager große Kräfte in Richtung der Wellenachse aufnehmen können. Zu den Axialkugellagern gehören das einseitige und zweiseitige Axialkugellager sowie das Axialschrägkugellager. Weit verbreitet ist das Rillenkugellager. Durch seine einfache Bauweise ist es vielseitig einsetzbar. Die Axialbelastungen sollten aber möglichst gering sein. Für die meisten Anwendungen reicht ein einreihiges Rillenkugellager. Dies ermöglicht sehr hohe Drehzahlen und ist ein wahrer Allrounder. Bei stoßartigen Belastungen empfiehlt sich der Einsatz eines vollkugeligen Rillenkugellagers und bei Axial- oder Momentbelastungen der Einsatz eines zweireihigen Rillenkugellagers. Spannlager sind Rillenkugellager, die verschiedene Fixierungsmöglichkeiten der Welle in axiale Richtung bieten. Sie werden in Lagergehäusen eingesetzt. Pendelkugellager können Fluchtungsfehler, Durchbiegung und Winkelfehler durch die flexible Ausrichtung der Lagerbogen ausgleichen. Sie eignen sich dadurch gut für Anwendungen mit erhöhten Lastwechseln, wie zum Beispiel bei Landmaschinen oder Fördereinrichtungen. Die Axialbelastungen sollten geringer sein als bei Rillenkugellagern. Schrägkugellager sind Radialkugellager, die auch erhöhten Axialbelastungen standhalten. Die schräge Führung der Kugeln ermöglicht eine kombinierte Belastung mit radialen und axialen Kräften. Mit steigendem Druckwinkel können Belastungen vermehrt in axialer Richtung aufgenommen werden. Einreihige Schrägkugellager können axiale Kräfte in nur eine Richtung aufnehmen und müssen vorgespannt werden. Spindellager sind einreihige Schrägkugellager für höchste Anforderungen an die Führungsgenauigkeit bei hohen Drehzahlen. Dadurch eignen sie sich gut für den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Schulterkugellager sind wie Rillenkugellager aufgebaut, nur dass eine Schulter am Außenring fehlt. Somit können sie einfach zerlegt und gewartet werden. Sie sind ideal für Feinmechaniken und Elektroanwendungen. Das Vierpunktlager arbeitet ähnlich wie das einreihige Schrägkugellager, nur dass dieses in beide Richtungen verspannt ist und es somit wechselnde Axialkräfte aufnehmen kann. Radialkräfte sollten nicht allzu groß sein. Miniaturkugellager werden dort eingesetzt, wo hohe Drehzahlen und kleine Dimensionierungen erforderlich sind. Hierbei werden zum Beispiel Rillenkugellager mit Innendurchmessern von bis zu 10 mm angewandt. Zu finden sind sie häufig im Modellbau. Bei reiner Axialbelastung eignen sich die Axialrillenkugellager. Diese werden unterschieden in einseitig und zweiseitig wirkende Axialrillenkugellager. Das einseitig wirkende Lager kann Axialkräfte in nur einer Richtung aufnehmen. Dagegen kann das zweiseitig wirkende Axiallager in beide Richtungen axial belastet und geführt werden. Das Axialschrägkugellager ist axial sehr steif gelagert und bietet somit eine hohe Laufgenauigkeit. Dies war eine kurze Einführung zum Thema Kugellager. In weiteren Videos erfahren Sie mehr über die verschiedenen Wälzlagerarten.